wir sind hier heute auf dem Freifeld-Festival oder auf dem Gelände fürs Freifeld-Festival. Es ist das zweite Helferwochenende. Heute werden die Helfer dieses Gelände fürs Festival vorbereiten. Das heißt, hier wird der Rasen gemäht, hier werden die Räume gekehrt, die Backstage-Räume werden vorbereitet. Hier wird die Künstler die Ausstellung vorbereitet. Das alles passiert hier heute am zweiten Festival-Vorbereitungswochenende. Wir sind auf die Freiwilligen angewiesen, um dieses Gelände vorzubereiten. Das können wir nicht. Das können wir erstmal nicht finanziell. Also wir können uns keine externe Kräfte dazu kaufen. Zum anderen verbindet das natürlich hier auch die Leute. Ne? Also es bringt die Leute einfach zusammen und es bereitet eigentlich auch, es legt eigentlich schon so einen Grundstein für diese Stimmung auf dem Festival. Also es lernen sich hier viele neue Helfer kennen oder wir lernen die auch kennen. Und dadurch wird die Menschen, die aufeinander treffen, eigentlich zu eher zu so einer größeren Gemeinschaft. Als ein anonymer Haufen, der sich eine Band reinzieht. Ich suche die Schlüssel für die Räume hier in den Ausstellungen, weil die irgendwie alle verschwunden sind. Und jetzt teste ich gerade einen Haufen Schlüssel, ob die hier passen oder nicht. Heute bauen wir einen Tresen, also für eine Bar, wo Getränke verkauft werden. Und sonst generell ist die Aufgabe heute einfach überall mitzuhelfen, mitzuarbeiten, was an Bauarbeiten es gibt. Also manche Teams bauen, manche räumen und dekorieren, manche streichen. Also es gibt verschiedene Aufgaben, je nachdem, wo man sich auch berufen fühlt und auf was man Lust hat. Ich bin Frührentner, ich habe viel Zeit und ich möchte mich gerne engagieren. Und mithelfen, dass so eine Veranstaltung gut läuft. Den Samstag sinnvoll verbringen und nicht zu Hause rumchillen. Man kennt auch viele von denen, die auch mitorganisiert haben. Ich war letztes Jahr selber Teilnehmer und man hat ein bisschen Zeit am Wochenende und es macht auch Spaß und man ist auch so ein bisschen ehrenamtlich was tun. Es tut gut.